Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am zweiten Advent. Und ich darf Ihnen jetzt schon sagen, wir werden heute das letzte Mal provisorisch hier Gottesdienst halten und werden uns nächsten Sonntag zum Kirchweih-Gottesdienst am dritten Advent um 15 Uhr oben dann in der Kirche treffen. Wobei, treffen werden wir uns erst hier unten. Aber dazu heute in den Abkündigungen mehr. Sie merken es vielleicht an meiner Stimme, sie ist seit heute Nacht etwas angekratzt. Das geht ja gerade rum. Und aus diesem Grund bin ich sehr dankbar, dass heute Gabriel Siegel die Lesung übernehmen wird. Wir haben auch vorhin kurzfristig entschieden, dass die Christenlehre gestrichen ist, damit ich mit der Stimme wenigstens einen Gottesdienst durchhalten kann. Und ja, noch ein Hinweis schon mal für die Kinder, die gekommen sind, um dann ihre Weissagung und das Krippenspiel zu proben. Auch das müssen wir leider canceln, da nicht nur ich krank bin, sondern auch die beiden Verantwortlichen für das Krippenspiel. Auch sie sind krank und deshalb kann heute die Probe nicht im Anschluss an den Gottesdienst wie geplant stattfinden. Wir werden aber einen Ersatztermin suchen und vermutlich wird das der Sonntag nächster Woche Vormittag sein, dass wir uns da mal in der Kirche treffen. Und dann können wir gleich schon an dem Ort sein, wo ja dann auch die Christvesper gehalten wird. Dazu aber später mehr. Jetzt wollen wir erstmal den zweiten Advent feierlich begehen, der unter dem Thema steht, der kommende Erlöser. Gott, der Herr, segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, vor dem unser Leben und unsere Herzen offenbar sind, unsere Sünden bekennen und ihn im Namen unseres Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib uns um seinetwillen alle unsere Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch dein Wort zu wahrem Gehorsam und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben. Um seinetwillen hat er uns verziehen. Allen, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Tochter Zion, siehe, der Herr wird kommen. Er wird seine herrliche Stimme schallen lassen. Und euer Herz wird sich freuen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kyrie, Vater in Ewigkeit, groß ist dein Barmherzigkeit. Alle in dein Schöpfer und Regierer, Eleison. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasst uns beten.
Herr Gott, himmlischer Vater, du hast durch deinen Sohn kundgetan, dass Himmel und Erde vergehen und wir alle vor dein Gericht gestellt werden. Wir bitten dich, halte uns fest bei deinem Wort, damit wir alle Zeit wachsam sind und beten und deinen Sohn mit Freude erwarten. Das bitten wir durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Apostellesung des heutigen Sonntags. Sie steht geschrieben im Brief des Paulus an die Römer im 15. Kapitel. Ihr Lieben, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf denen werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Halleluja! Thank you.
Hört auch das Evangelium des heutigen Sonntags. Es steht geschrieben bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor den Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagt ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesen allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.
Machet die Tore hoch und die Türen in der Welt weit, dass der König der Ehren einziehe. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Adventsgemeinde, normale Briefe sind selten geworden in unseren Tagen. Wenn wir richtige Post in einem Umschlag bekommen, dann erfreut uns das meistens weniger, weil es höchstens Rechnungen, Vertragspost oder Werbung ist. Verschickst du eigentlich noch so richtig auf mit Hand geschriebene Advents- und Weihnachtsgrüße? Oder hast du vielleicht schon solch einen Advents- oder Weihnachtsgruß erhalten? Oder benutzt du nur noch die elektronischen Medien, um einen kurzen Gruß abzuschicken? Nun, gerade eben haben wir einen handgeschriebenen Adventsgruß von einem alten Pastor, nämlich von Paulus, gehört. Und er gilt dir und mir ganz genauso. Und deshalb wollen wir diesen alten Gruß eines Pastors jetzt näher bedenken und gemeinsam lesen. Denn er hat drei wunderbare Schwerpunkte als Inhalt. Er enthält eine wichtige Bitte, eine herrliche Zusage und ein schönes Gebet. Die wichtigste Bitte im Adventsgruß des alten Pastors. Manche Advents- und Weihnachtspost, die man vielleicht doch noch bekommt, sei es elektronisch oder auf Papier, die gleicht eher einem geschichtlichen Jahresrückblick. Der Absender will den Leuten, denen er schreibt, gerne mitteilen, was er so alles durch Gottes Gnade im zurückliegenden Jahr erleben durfte. Das ist vor allem dann interessant, wenn sich Absender und Empfänger nicht mehr so oft persönlich treffen können. Dann ist es gut, wenn man dadurch wenigstens noch einmal erfährt, wie es dem anderen wirklich geht. Der Apostel Paulus, der schreibt ja auch einen Gruß an die Gemeinde in Thessalonich. Im Jahr 53 schreibt er ihn von Korinth aus, nachdem er schon über ein Jahr mindestens nicht mehr in Thessalonich war und auch so nichts von ihnen gehört hatte. Und trotzdem erstaunt es, wenn man diesen Gruß liest, dass darin nichts steht von dem, was der Apostel Paulus im zurückliegenden Jahr erlebt hat. Das ist für ihn nicht so entscheidend. Für ihn ist etwas anderes wichtig. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Das ist die wichtige Bitte in diesem Adventsgruß des Apostels Paulus. Betet für die Pastoren, dass das Wort laufe. Was meint Paulus damit? Was meine ich damit, wenn ich euch bitte, betet für die Pastoren, damit das Wort des Herrn laufe? Lasst es mich am Beispiel aus meinem Theologiestudium erzählen. Im letzten Semester, also im letzten Halbjahr, da besucht man nicht mehr so viele Vorlesungen, aber dafür muss man ein paar große, schwere Arbeiten schreiben. So musste ich eine Examensarbeit schreiben, das heißt, ich musste mich mit einem speziellen Thema auseinandersetzen, darüber wissenschaftlich arbeiten und das abfassen.
Außerdem hatte ich einen Predigttext bekommen, musste diesen Text bearbeiten, eine gründliche Auslegung vorbereiten und dann die Predigt dazu formulieren und alles gemeinsam abgeben. Nun ja, die wissenschaftliche Arbeit, die ging locker von der Hand. Hat Spaß gemacht, man hat sich vertieft und so weiter. Aber wenn es darum ging, die Predigt auszuarbeiten, dann hat man das Gefühl gehabt, da ist einer, der zieht einen weg vom Schreibtisch. Der will nicht, dass man sich daran setzt. Der will nicht, dass man sich mit Gottes Wort beschäftigt. Dieses Gefühl hat sich nicht geändert. Das ist bis heute so geblieben. Immer wieder, wenn es darum geht, eine Predigt vorzubereiten, eine Andacht oder eine Bibelstunde, dann ist der Teufel bemüht, den Pastor davon abzulenken. Warum tut er das? Nun, weil er um die Kraft des Wortes Gottes, des Evangeliums weiß. Er weiß, wenn der Pfarrer die Predigt vorbereitet und dann hält, dann hat das Wirkung. Gott sendet seinen Geist aus mit dem Evangelium. Und durch diesen Geist und durch diese frohe Botschaft will er Menschen im Glauben an den Herrn Christus halten oder zu diesem Glauben bringen? Und das bedeutet auf der anderen Seite für den Teufel, sie gehen ihm verloren. Rettung von uns bedeutet, dass wir für den Teufel verloren sind. Und das will er mit aller Macht verhindern. Und deshalb versucht er, die Pastoren ganz besonders daran zu hindern, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, in besonderer Weise, wenn es darum geht, eine Auslegung vorzubereiten. Und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt auch für die anderen Pastoren. Und deshalb ist diese Bitte des alten Pastors, des Apostels Paulus, so wichtig. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Vielleicht hast du selbst diese Erfahrung auch schon gemacht, von der ich gerade im Blick auf meine Person sprach. Du hast dir vorgenommen, in dem vergangenen Kirchenjahr Gottes Wort regelmäßiger zu lesen, dir mehr Zeit dafür zu nehmen. Und wenn du nun zurückschaust, was ist aus den Vorsätzen geworden? Hast du nicht vielleicht auch den Teufel gemerkt, der versucht hat, dich wegzulocken, wenn es darum geht, sich Zeit zu nehmen für Gottes Wort? Ist es nicht genau das, was ich gerade beschrieben habe? Oder könnte ich mit Fug und Recht sagen, dass bei euch dasselbe zutrifft wie bei den Thessalonichern, dass bei euch das Wort des Herrn gepriesen werde? Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass das Wort Gottes hochgeachtet ist, dass es einem wichtig ist und dass es einem so wichtig ist, dass man auch davon anderen erzählt, es bekannt macht, das heißt preisen. Wir merken, diese Bitte des alten Pastors, die ist wichtig. Nicht bloß im Blick auf die Pastoren, sondern auch im Blick auf uns selbst. Dass der Herr schenken möge, dass sein Wort unter uns laufe und dass wir es dann entsprechend preisen. Der Adventsgruß des alten Pastors, der enthält aber nicht nur eine wichtige Bitte, sondern zugleich eine herrliche Zusage. In unseren Advents- und Weihnachtsgrüßen, die wir einander austauschen, vielleicht Freunden oder Bekannten, die weiter weg sind, da kann es vorkommen, dass man auch ankündigt, nächstes Jahr komme ich endlich dich besuchen, jetzt mache ich es fest. Die letzten Jahre hat es immer nicht geklappt, aber nächstes Jahr nehme ich mir das ganz fest vor. Solche Zusagen sind schön. Und es ist noch besser, wenn man sie einhalten kann. Auch der Apostel Paulus hält eine Zusage für die Empfänger seines Adventsgrußes bereit. Allerdings geht es da nicht um seinen Besuch, sondern er hat eine Zusage von allerhöchster Stelle. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Diese Zusage beginnt mit einem Aber. Und jeder unter uns weiß, der sich mit der deutschen Sprache etwas beschäftigt, so ein Anschluss, aber, ist eine direkte Verbindung zu dem, was vorher gesagt war.
Es geht um das, was vorher gesagt war, und zwar um einen Gegensatz dazu. Und was hat denn der Apostel Paulus vorher geschrieben? Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Im ersten Teil der Predigt haben wir besonders auf dieses Gebet geblickt. Doch unser aller Gebet sollte einen weiteren wichtigen Inhalt haben, außer dem, dass wir darum bitten, dass das Wort des Herrn laufe. Der Apostel weiß von falschen und bösen Menschen. Und er meint damit nicht etwa gewalttätige Schläger, brutale Gegner, die Menschen überfallen. Nein, was er meint, das wird in seiner Begründung deutlich. Und was lesen wir da? Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. In einer moderneren Übertragung, in der Hoffnung für alle, da heißt es, denn nicht jeder will dem Herrn vertrauen. Und in noch einer anderen, in der Neuen Leben-Übersetzung, denn der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung. Und diejenigen, die eben dem Glauben nicht zustimmen, diejenigen, die Jesus Christus nicht vertrauen, die werden wiederum zu Gefahr für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Das sind diese falschen und bösen Menschen. Sie können uns verführen, selbst lieber Abstand zu nehmen von Gott, von seiner Gemeinde, von seinem Wort, von der Kirche. Wie viele unserer Klassenkameraden, an die Schüler gerichtet, glauben wirklich an Jesus Christus? Wie viele deiner Kollegen vertrauen in Jesus Christus? Wie viele deiner Mitkonfirmanden glauben noch an Jesus? Ist es nicht eine traurige Tatsache, dass ganz viele Menschen von Jesus nichts wissen wollen? Und trotzdem haben wir auch unter denen, die nicht an Jesus glauben, Freunde. Und das ist nicht verkehrt, das ist schön. Es bietet Gelegenheiten, wo wir Gottes Wort ausstreuen können. Nicht ständig mit der Gießkanne, sondern wie Salz. Immer wieder mal so ein kleines bisschen. Dass sie zum Nachdenken kommen und Gott geb's gerettet werden. Aber wie verhalten sich diese Freunde uns gegenüber? Hindern sie uns vielleicht am Bibelstudium? Lenken Sie uns ab davon? Finden wir die wichtige Botschaft des Evangeliums tröstlich oder nervt sie uns selbst, weil sie immer wieder zu hören ist, weil der Pastor immer wieder darauf hinweist? Weil es, ihr Lieben, ohne diese wichtige Botschaft, ohne Jesus Christus gefährlich für uns wird. Deshalb weist der Pastor immer wieder darauf hin. Ja, wir leben in einer bedrohlichen Lage. Bedroht ist weniger unser irdisches Leben, bedroht ist vielmehr unser Glaube und damit unser Glaubensleben und letztlich unser ewiges Leben. Nicht allein der Teufel will uns vom Bibellesen, vom Bibelstudium abhalten, sondern auch diese bösen und falschen Leute, die eben nicht uns helfen und unterstützen auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit, sondern uns beiseite ziehen. Oder auch unser altes Ich in uns, unser alter Mensch der Sünde. Wer sich dieser Gefahr aber richtig bewusst ist, der muss deshalb nicht ängstlich fragen, wer kann dann selig werden, weil das betrifft ja letztlich jeden unter uns. Der höre vielmehr auf die herrliche Zusage in unserem Adventsgruß. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Es ist richtig. Die Bedrohung unseres Glaubens und damit unserer Seligkeit ist sehr groß, auch wenn wir diese Gefahr oft unterschätzen oder sie gering achten. Doch der Herr, der den Teufel längst besiegt hat und der uns diesen Sieg in der Taufe geschenkt hat, der ist treu. Selbst wenn wir auf Abwege geraten in unserem Leben, geht er uns in aller Treue und Fürsorge in Liebe nach. Jesus erzählt das Verhalten Gottes an zwei wunderbaren Beispielen. Das eine ist das Beispiel vom verlorenen Sohn. Da ist der Vater ein Abbild für Gottes Handeln.
Der Vater, der hält jeden Tag Ausschau nach dem Sohn, der ihm verloren gegangen ist. Und das, obwohl er so trotzig dem Vater gegenübergetreten war. Gib mir dein Erbe, gib mir das Erbe, was mir zusteht und ich will es ausgeben und will wegziehen. Mich ödet das hier an. Der Vater liebt seinen Sohn trotzdem und freut sich und wartet darauf, dass er endlich wiederkommt. Und an einem anderen Beispiel macht es Jesus deutlich, wie Gott sich verhält. Nämlich an einem Beispiel von einem Mann, der 99 Schafe in der Wüste zurücklässt, um dem einen, was ihm verloren gegangen ist, nachzugehen, um es zu suchen und dann, wenn er es gefunden hat, wieder nach Hause zu tragen. Ja, so ist unser Heiland. Er lässt sich nicht einfach fallen, wie wir eine heiße Kartoffel, wenn es darum geht, Pellkartoffeln zu schälen. Vielmehr geht er uns in seiner großen Treue und in seiner Liebe nach. Er lässt uns keine innere Ruhe finden in unserem Leben, bis er uns wieder zurückgebracht hat in seine liebenden Arme. Manchmal bedarf es dafür auch Unterbrechungen in unserem gewohnten Lebensablauf. Da geht etwas schief im Beruf oder wir müssen plötzlich eine schwere Krankheit aushalten. Oder wir verlieren jemanden durch einen Unfall. All das kann ein Signal sein, uns wachzurütteln. Jesus geht uns nach. Er möchte, dass wir ihm nicht verloren gehen. Er sucht uns und ist zutiefst traurig, wenn wir das alles in den Wind schlagen und am Ende doch verloren gehen. Aber seine Treue, die zeigt sich nicht nur dann, wenn wir uns von ihm abgewandt haben, sondern auch, solange wir noch zu ihm gehören. Er stärkt und bewahrt uns vor dem Bösen, wie es Paulus schreibt. Er tut dies nicht ohne Mittel, sondern durch die altbekannten und vor allem bewährten Mittel, nämlich durch die tröstliche Botschaft des Wortes Gottes und durch das wunderbare, geheimnisvolle Sakrament des Altars, durchs Abendmahl. Wir werden gerade deshalb so oft darauf hingewiesen, Bibel zu lesen und zum Abendmahl uns einladen zu lassen, weil diese Mittel so wichtig sind, um im Glauben zu bleiben und nicht verloren zu gehen. Wer beides nicht regelmäßig nutzt, der gleicht letztlich, im Bild gesprochen, einem Soldaten, der sich so hinstellt, während dem die Kugeln auf ihn einhageln. Und jeder von uns weiß, was passiert. Er kommt zu Fall, weil er schutzlos ist. Und so schutzlos sind wir den Anfeindungen des altbösen Feindes, des Teufels, ausgesetzt, wenn wir nicht den Schutz gebrauchen, den Gott uns doch gegeben hat, sein Wort und Sakrament. Gott ist treu, der will euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Aber wir können dem aus dem Weg gehen, indem wir selbst überheblich meinen, ohne tägliches Bibellesen und ohne regelmäßigen Abendmahlsgang ganz gut auszukommen. Der Adventsgruß eines alten Pastors, der enthält drei wichtige Dinge. Zwei haben wir gerade bedacht, das Gebet und die herrliche Zusage. Das heißt, das erste war die Bitte und das dritte ist jetzt wirklich ein Gebet. Ein Gebet, das auch für dich gilt und für mich gilt. Auch wenn unsere Advents- und Weihnachtspost keinen Jahresrückblick enthält, ein Gebet, ein Gebetswunsch wird sie doch sicherlich enthalten. Und wenn du jetzt überlegst, wo ist der Gebetswunsch in meiner Weihnachtspost und meiner Adventspost? Nun schon in den Worten, ich wünsche dir eine gesegnete Adventszeit. Ich wünsche dir ein gesegnetes Christfest. Das ist ein Gebet. Wieso? Was heißt denn das? Das bedeutet, dass das, was in der Adventszeit wichtig ist, das Zentrum deines Lebens sein sollte, nämlich die Beschäftigung mit Gottes Wort, die Umkehr zu ihm, wenn du ihm fremd geworden bist, den Ruf zur Buße ernst zu nehmen und anzunehmen. Die violette Farbe der Antipentien in der Adventszeit ist nicht von ungefähr, sondern die Adventszeit ist eigentlich Zeit zur Buße, zur inneren Einkehr und zur Umkehr, wo es nötig ist.
Ihr Lieben, jemandem ein gesegnetes Christfest zu wünschen bedeutet gleichzeitig, dass das, was da geschehen ist in Bethlehem, dieses große Wunder, dass Gott selbst Mensch wurde für uns, um uns unsere Schuld und unsere Sünde wegzunehmen, dass dieses Wunder in unserem Herzen greifen darf, dass wir es glauben können, dass es für uns wichtig wird. Und das ist es, was der Apostel Paulus auch den Lesern des ersten Thessalonischer Briefes wünscht. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Woran hängt unser Herz? Bei dem einen mag es ein lieber Mensch sein, bei dem anderen vielleicht das Auto, bei dem nächsten die Gesundheit oder ein Hobby. Und lasst mich das gleich vorweg sagen, all das ist nicht verkehrt. Gott möchte und freut sich, wenn wir unsere Mitmenschen lieben. Ja, Gott schenkt uns unsere Gesundheit und sie ist wirklich ein hohes Gut. Das merken wir spätestens dann, wenn wir krank sind, wenn es nicht mehr so geht wie bisher. Und auch in unserem Auto dürfen wir uns erfreuen, keine Frage. Und selbst Sport dürfen wir treiben. All das ist nicht verboten. Doch all die genannten Dinge dürfen Gott niemals den ersten Platz in unserem Leben streitig machen. Dann werden sie gefährlich, egal was es ist, ob es ein anderer Mensch ist, das Auto oder das Hobby oder was auch immer. An allen Dingen dürfen wir uns erfreuen, aber nichts sollte unser Herz so bestimmen, dass wir der Meinung sind, ohne dies nicht wirklich leben zu können, wäre das Leben nicht lebenswert. Und diesen Spruch hört man gerade von vielen Kranken sehr oft. Es ist doch nicht mehr lebenswert. Ich komme doch nicht mehr raus. Ich bin doch ans Bett gebunden. Ja, es ist hart, wenn die Gesundheit geraubt ist. Aber solange Gott uns das Herz schlagen lässt, ist das Leben lebenswert, weil unser Heiland möchte, dass wir leben. Und selbst wenn wir nicht mehr rausgehen können und niemandem mehr helfen können, sondern vielleicht anderen nur noch zur Last fallen, unserer Meinung nach, ein was Wichtiges können wir immer noch tun. Wir können die Hände falten und können beten für unsere Lieben, für die Kinder, für die Enkel, für die Pastoren, für die Kirche, für die Gemeinde. Es gibt so viele Gebetsanliegen. Und um beten zu können, müssen wir nicht mobil sein. Das können wir selbst im Krankenbett erledigen. Der Gebetswunsch des Apostels Paulus, der trifft uns ganz genauso. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Wenn Gottes Liebe und Jesu Geduld in seinem Leiden und Sterben und in seinem stetigen uns Nachgehen das Wichtigste in unserem Herzen sind, dann werden wir auch wirklich eine gesegnete Adventszeit erleben und gesegnete Weihnachten halten können. Dann werden wir uns nicht so sehr über die irdischen Geschenke freuen, sondern vor allem über das größte Geschenk, das Gott der Menschheit bereitet hat, mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und wenn wir heute festgestellt haben, dass sich in unserem Umgang mit Gottes Wort oder in der Umsetzung der Einladung zum Heiligen Abendmahl vielleicht etwas ändern sollte, dann lasst es uns angehen. Noch geht uns unser lieber Heiland nach. Und das tut er, solange wir leben. Wir wissen aber nicht, wie lange wir noch leben. Es kann schon heute auf dem Heimweg von der Kirche sein, dass uns Gott abberuft. Oder dieser zweite Advent, der uns besonders an Jesu letztes Kommen zum Gericht erinnert. Was wissen wir, ob nicht Jesus vielleicht heute noch wiederkommt? Deshalb lasst uns der Einladung herzlich gern folgen und ernst machen mit unserem Heiland Jesus Christus, der sich selbst nicht zu fein war, sich in eine Krippe zu legen und am Kreuz qualvoll zu sterben. Amen. Und die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.
Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns in die Welt gesandt und dich in ihm über alle Menschen erbarmt hast. Dir sei Dank, weil du unsere harten Herzen und unsere Untreue nicht ansiehst, sondern zu uns kommst in Wort und Sakrament. Herr, entziehe uns deine Gnade nicht. Lass sie auch unserer Kirche immer neu zuteil werden und breite dein Reich unter uns aus. Erfülle die Diener des Evangeliums mit dem Geist der Wahrheit, der Liebe und der Kraft, damit sie mit Freude dein Heil verkündigen und ihr Leben in Treue zu dir führen. Pflanze durch dein Wort den Glauben in unsere Herzen, damit wir in Ehrfurcht vor dir leben. Die im Schlaf der Sicherheit liegen, wecke auf. Die geistlich Toten rufe zum Leben. Denen, die sich reich und satt vorkommen, zeige ihre Armut. Die untrei geworden sind, führe wieder zu dir. Vollende in uns allen das angefangene Werk. Stärke die Schwachen, tröste die Traurigen, gib den Kämpfenden den Sieg, bewahre die Treuen. Du Gott des Friedens, heilige uns durch und durch, damit wir mit Leib und Seele im Glauben bewahrt werden für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu bist du, der du uns berufen hast. Du wirst es auch tun. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Auf Wiedersehen, einen gesegneten zweiten Advent.